Und da wären wir wieder mit nicht so vielen Ressourcen wie eigentlich gedacht. Ich war nur kurz in dem Dungeon und habe nicht so viele Essenzen da gefarmt. Primär, weil der Weg so weit war. Und ich habe mich eher ablenken lassen von hier farmen. Und bissel im Schneebiom und sonst eigentlich nur Blood Moons. Ich war so im Zombie-Modus, habe nebenbei Serien geguckt und einfach nur ein bisschen hier die Perlen gegrindet. Das heißt, ich habe nichts verpasst. Was mir allerdings aufgefallen ist, ich habe diesen Meat Grinder gefunden. Das müsste auch während einer Blood Moon gewesen sein. Aber man kann die kombinieren zu dem hier. Combined Furniture Station, Tier 2. Und das Ding braucht sehr abgefahrene Sachen. Ja, die haben wir alle nicht. Flash-Cloning wert. Egal. Aber man braucht, um das Ding hier herzustellen. Scroll ich da? Hier. Combined Furniture Station Tier 1. Also dann darauf klicken. Dann kriege ich das Ding hier erwischt. Da. Station Tier 1. Die Station Tier 1 braucht Bonewell, den haben wir glaube ich noch nicht. Glasscreen haben wir, Honey Dispenser haben wir nicht, Ice Machine, Living Loom haben wir, Skyman haben wir, Solidifier haben wir. Also das Ding ist relativ nah dran und dann sparen wir halt echt viel Platz. Hier bei den Slots. Ich guck mal ganz kurz, ob wir vielleicht doch irgendwo so ein Bonewell da haben. Nein, aber wird bestimmt auch irgendwo im Dungeon sein. Also dass wir das so im Auge behalten, dass wir dann nach und nach so hier ein bisschen aufräumen können bei den ganzen Crafting Stations. Gut. Ah, das heißt, dich tun wir dann erstmal hier noch mit rein. Warum habe ich zwei? Ah, tun wir damit rein. Und sonst ist hier nichts. Ne? Oh, was bist du? Spelunker-Amulett. Spelunker-Amulett und 15% Increased Mining Speed. Das ist gut. Craft. Hat das irgendwas Neues freigeschalten? Beschwört eine magische Fee. Also nur ein Pet. Moderate of Light in the Abyss. Ah. Achso, und in der Beschreibung von dem Ding steht unten nicht Material. Das heißt, es ist kein Material für ein weiteres Crafting-Rezept. Dass wenn ich hier jetzt mittlere Maustaste drauf mache, kommt nichts. Da kann man es gut sehen. Hier bei den Frozen Wings steht in der dritten Zeile Material. Das heißt, man kann es zu was anderem weiterverkraften. Das heißt, wenn ihr irgendwo mal bei Händlern Gegenstände seht, wo kein Material dran steht, müsst ihr auch nicht kaufen. Wenn es aber dran steht, könnte es Sinn machen, mal zu gucken, was man daraus herstellen kann. Feral Claws. Oh. Ich würde vielleicht meine Pets mal rausholen. So. Gut. Wo war ich? Feral Claw. Das Ding ist für Melee-Builds ganz gut. Und konnte man auch hochstufen, das weiß ich auch noch. So einer Power Glove. Increased Melee Speed, increased True Melee Damage. Ja, damit. Noch weiter aufstufen? Es wird langsam viel hier, das ist gut. Obsidian Rose. Reduce Damage from Touching Lava. Craft. Bau die Fairy Bell trotzdem mal. Fairy Wings. Ne, der Rest ist okay. Permanently increase Maximum Mana um 50. Cosmic Shard. Oh, hat sich doch gelohnt, so ein bisschen Stardust zu sammeln. Ich craft das mal. Ich sollte vorher vielleicht ein paar mehr von denen hier herstellen, dass wir so an unser reguläres Cap kommen. Ich habe keine Ahnung, was das reguläre Cap ist. Das war das reguläre Cap, okay. Cosmic Dingens ist jetzt. Gutes Ding getan. Kurs.
Habe ich es nicht gecraftet? Cos. Cosmolite. Change Night and Day. Oh, das können wir auch schon craften. Ja, hin damit. Das ist sehr praktisch. Das heißt, mal einfach so, boop, schon mit Tag. Also wir können jederzeit jetzt einen Blutmond triggern oder, ne, halt für Bosse das Licht machen. Das ist sehr gut. Trotzdem wundere ich mich gerade, warum ich dieses andere Ding nicht mehr craften kann. Eventuell habe ich die Ressourcen dafür verbraucht. Kosm. Ist doch Cosmic irgendwas immer. Cosmic Anvil. Nein. Egal. Wir sollten weitermachen mit den Bossen. Krabulon. Krabulon war unten im Wasser. Wir haben allgemein noch nicht so viel von der Welt hier entdeckt. Das war in der Mushroom-Biom. Okay. Dann ein Dekapoti, den haben wir schon irgendwo. Genau, und damit gehen wir mal in ein Mushroom-Biom. Da fallen wir ja gleich durch. Hier ist eine gute, halbwegs gute Arena. Na, vielleicht ein bisschen mehr Platz noch. Wir so einen Schacht haben, wo wir runterspringen können im Notfall. Wo ist der Pilz? Da ist der Pilz. Das erste ruhigen Sie hat schon 50% HP. Eispads sind super. Okay, was haben wir da? Ein Relikt, ja, ein Bag. Mushroom Plasma Root Permalist increases the duration of Rage Mode for 1 second. Zack. Sammelt the Fungal Clump. Das hatten wir auch schon mal. Ist kein Material. Nö. Das war's. Was haben wir denn da hinten alles? Mit. Oh, du bist gegen die 10. Und hast Aerolite Ore. Oh, ja, nee. Wir sollten die mechanischen Bosse versuchen anzugehen, damit wir die besseren Erze kriegen. Erstmal wieder nach Hause. So. Ja, was zu essen. Mehr Pets. Einmal kurz Nacht machen. Das alles reinschmeißen. Und dann... Summoning. Welcher ist der erste von den mechanischen Bossen? Ihr glaubst, was zur Hölle? Pirate Invasion, Queen Slime, The Twins. Und dann The Destroyer. The Destroyer ist der riesige Wurm. Ja, The Destroyer ist mir trotzdem lieber. Mechanical Sky, Mechanical Worm hier. So, gib mir tränkemäßig. Reduce Damage Taken. Enemy Damage Reduced, mehr Pets und dieser super duper Trank. So, dann weg von der Base. Noch ein Pet beschwören. Und her damit. Null Schaden. Moment mal.
jetzt ist los. Okay. Kleine mal schön töten, sonst ballern die mir zu viel. Weg. Oh. Ja, und sie helfen mir halt auch immer wieder neue HP. Die droppen mir Tränke. Der ist noch da, ne? Ja! Ich muss... weg. Die Heilerin noch da? Nein. Ja, den machen wir denn erstmal nicht. Fehlt noch ein bisschen Umf. Das ist alles weg. Ah, Shift-Rechtsklick, okay. Dann dich. Das kann weg. Nummer 2. War schon? Okay. NPCs müssen jetzt alle neu kommen. Ich wollte eigentlich versuchen, zu ihr hinzukommen und uns dann im Kampf noch zu heilen. Aber nein. Eine andere Möglichkeit, die wir auch noch nutzen könnten. Es gibt noch diese Hartlaternen. Die sorgen dafür, dass man regeneriert. In der Nähe. Ich weiß nicht, wie das Ding die Nähe definiert. Gucken wir mal. Die werden noch nicht zerstört oder so, ne? Dann mach mal 1, 2, 3, 4, 5. Eine. Oh. Oh, die müssen an der Decke hängen. Lamp. Oh, die Reichweite ist gut. Was? Das ist eine echt weite Reichweite. Machen wir dann da auch noch. Und so können wir theoretisch in der Welt verteilen. Oder hier in unserer Arena zumindest. Die zweite Etage wäre vielleicht eh nicht schlecht. Was war das dann noch? Noch einen Buff gesehen. Spirit Legend. Achso, das war, weil meine Pets was angegriffen haben. Ja, gut. Ja. Denen also nicht. Die Twins waren nicht viel besser. Giant Clam. Can spawn naturally in the Sunken Sea. Das ist das Tower Defense Dingens. That Old One's Army with Eternia Crystal Stand. Da ist der NPC leider gerade für gestorben. Das geht nicht. Hive Mine. Kill Assist in the Corruption. Corruption kommen wir von hier aus nicht hin. Queen Bee. Use Abomination im Dschungel. Oh, in den Dschungel sollten wir eh rein, um unsere Max-HP zu erhöhen. Haben wir eine Abomination? Nein. Können wir eine Abomination craften? Wie? Auch nicht. Warum nicht? Wie Cloak? Ah, doch da. Wir brauchen Honeyblock und Bottled Honey. Macht schon irgendwie Sinn. Das heißt, ich nehme jetzt reguläre Bottle. Wir haben nicht besonders viel Glas. Erstmal Glas machen. Glas. Da.
So. Bot. Bottle. Die nehmen wir mit. Ich habe noch keine Ahnung, wo der Dschungel hier ist. Wir sind bisher immer noch im besten gegangen. Da ist der Dungeon und das Wasserbiom-Dingens. Also gehen wir da mal nach Osten. Und ich hätte gerne mehr Licht. Also mach bitte Tag. Weil das eine Sache ist, die wir heutzutage kontrollieren können. Hashtag mächtig. Warte, das kannst du mal festmachen. Oh, der Shadow Orb gehört noch da rein. Und du. So, Rest weg. Okay. Also, auf nach Osten. Wir haben keine Laufschuhe. Das geht nicht. Wir brauchen kurzfristig Laufschuhe und stattdessen... weniger Mining Speed. Ja, kann ich mir leben. Lauf! Oh, noch besser. Wieder zurück. Wir schnappen uns eine Gravity Potion. Und farmen noch nebenbei ein paar neue Essenzen, Flugessenzen oder ähnliche Sachen, die hier oben noch zu finden sind. Die Nein, das wollte ich nicht. Wie der da. Jo. Was bist du für einer? Achso, ich hänge gerade unten dran, ne? Egal. Honig. Kann ich schnell noch craften? Während es an mir vorbeifließt. Ich denke, das sollte reichen. Oh, trotzdem mehr. Restores 80 Life. Wie viel macht ein Heiltrank? 150, ja, okay. Sense of Sunlight. So, das Loch ist unten. Die Gravity Potion kann echt verwirrend sein. Ich würde gerne oben drauf landen. Ja, jetzt kann ich besser orientieren. Wir wollen nach Osten. Das Ding da mitnehmen. Was droppen die UFOs eigentlich? Essence of Sunlight kann ich auch gleich mal schauen, was man damit craften kann. Oh, ein Zelt. Man regeneriert auch schnell in der Nähe von so einem Zelt, richtig? Cozy Fire. Ja, aber nur ein bisschen. Magical Pumpkin Seed, ne? Du bist einfach nur Eisen. Was anderes? Ne, ist nur Flight. Wir haben mehr als genug Flight jetzt. Flight, wo ist Sunlight? Da, Sunlight. Damit können wir craften. Irgendwelche Angel Threads, aber die sind High Kram. Das ist Sachen aus dem Tempel. Core of Sunlight braucht Ektoplasma. Ektoplasma kriegen wir aus dem Dungeon, aber ich glaube erst nach einem Boss. Cosmolite haben wir gerade gecraftet. Die Old Power Cell ist auch für den Tempel. Das Soul of Fright und Soul of Sight. Das ist, glaube ich, von den Twins. Und Skeletron.
Haben wir beide noch nicht so wirklich hier gemacht. Wir könnten auch, na, je nachdem wie hard... Oh, Gravity Potions ausgelaufen. Je nachdem wie tryhardig man sein will. Wobei, das ist nicht tryhardig, das ist das Gegenteil von tryhardig. Also ich könnte halt in die andere Welt springen, wo es einfacher ist. Da den Skeletron und Twins und so weiter bekämpfen. Die Essenz mit hierher nehmen, hier die craften. Dadurch dann bessere Ausrüstung haben und mit der besseren Ausrüstung dann hier eine bessere Chance haben, dieselben Bosse nochmal zu besiegen. Ich denke, darauf wird es auch nach und nach hinauslaufen. Weil alles durchgehend in diesem Modus zu machen, das ist bestimmt machbar. Keine Frage. Aber ich denke, das werde ich nicht so gut machbar haben. So, das sieht schon mal dschungelig aus, hm? Dann sollten wir doch hier runtergehen, anstatt dran vorbeizulaufen. Käfer. Ich habe kein Licht extra dabei, das ist ungut. Vergessen, die Fackeln vorher zu sichern. Also zu favorisieren, dass sie nicht weggehen. Ich finde doch bestimmt gleich ganz viele Fackeln in irgendeiner Urne. Oh, wenn ich Dinge abbaue, macht's Licht. Wir sind aber durchgehend Minern. Kein Problem, ne? Da runter. Warum ist da ein Crimson, Alter? Also ja, die können auch random auftauchen, aber hier sind zwei. Alles hier rein. Wir holen uns ganz normale Torches. Da, tackern die fest. Und wir hatten noch diese Omnisense Potion. Richtig. 15 Minuten lang. Die hätte ich gerne. Weil dann sehen wir sowohl die Blumen, glaube ich zumindest. Warum ist hier Honig auf dem Boden? Ganz sagen, die von oben runtergewurzelt sind. Kann ich das auch irgendwie auf den Hotkey legen, dass ich es nicht bei der 2 habe? Also die ganzen Sachen, die wir von oben gekillt haben, sind da drunter gepurzelt. Magier tauchen auch alle nach und nach auf, sehr gut. Das Regenbogengebiet breitet sich weiter aus. Das ist jetzt Light. Also hier kann ich glaube ich auch Essences auf Light farmen. Es gibt Einhörner und all so ein Schnickschnack. Und auch Einhornhörner. Kann man sogar irgendwas für craften, ich weiß noch nicht mehr was. So, dann Übergang zum Dschungel in 3, 2, 1. Wo sind hier viele Kisten? Einer davon wird bestimmt explodieren. Deswegen brauchen wir mehr HP. Dass wir irgendwann die Kisten explodieren und alle überleben. Ah, wobei. Wir haben jetzt hier diese Omnisense Potion. Die hat auch Danger Sense drin. Das heißt, wenn hier irgendwelche Fallen oder so wären, müssten die auch angezeigt werden, richtig? Accessoire, das wir brauchen. So tanky wie du bist. Ja, Giant Quick Daughter Shell. So, weg. Zweimal.
Enemies take damage when they hit you, grants immunity to armor crunch. Wusste gar nicht, dass das eine Sache ist. Jetzt auch einmal komplett durchgehen. Das heißt, wir brauchen noch 17 von den Früchten, um wieder ans Cap zu kommen. Nebenbei können wir auch schauen, dass wir irgendwo eine gute Arena finden, wo schön viel Platz ist, um Planetara zu besiegen. Die Reihenfolge müsste, glaube ich, gewesen sein, Planetara, die wir jetzt nicht schaffen werden. Die sollten wir nach dem mechanischen Boss machen. Und nach Planetara der Tempel. Wobei ich den Tempel einfacher fand als Planetara. Den Vanilla zumindest. Aber es gibt wahrscheinlich für jeden Boss ordentliche Tricks. Und wenn man die erstmal drauf hat, oder Taktiken, wenn man die drauf hat, dann ist es wesentlich angenehmer. Wespe? Es gab noch irgend so einen Wespen-Boss bei Calamity. Du bist zäher als normale Spinnen. Das grüne Metall können wir noch nicht erfahren. Ne? Das müsste nach dem ganzen Titanium, Kobalt, Palladium, was auch immer kommen. Das heißt, erst alle drei mechanischen Bosse, vielleicht sogar erst Planetara und dann das Zeug da. Schleime hatten Erze dabei. Calamity Erze. Ne, Murphy Paste. Back. Ich will da ran. Ein Boomstick. Ja, warte, du kannst. Stoneblocks von mir bekommen, das Ding, Kisten, billige Heiltränke. Tungsten Bullets, Unholy Arrows. Oh mein Gott, ein Bett. Boomstick. Das lasse ich jetzt mal da, weil mein Inventar zu vollgemüllt ist. Mimic. Ja, den bitte schön töten, bevor ich da in die Nähe komme. Komm, Fokus. Wo ist der Mimic? Tense Magic Dagger. Müsste auch ein Teil sein von dem von diesen Hochkombinier-Dingern. Immunity Confusion, Immunity to Poison, Immunity to Frost, bla bla bla. Eins davon. Magic Dagger haben wir, glaube ich, auch schon eine Menge. Ist das hier noch Dungeon? Ja, drücken sie dann durch aus, ja, aber die Wände hier nicht mehr.
hier in dem Bereich. Ja, das ist definitiv nicht ein Dungeon. Jungle. Was bist du? Strange Plant. Oh, die hatten wir schon mal gefunden. Da können wir noch mal NPC drauf ansprechen. Ich hab's noch nicht gemacht. Aber wahrscheinlich nur wegen so ein Färbeding. Bum, bum. Wird langsam. Oh, hi. Ich habe ganz viel komisches Zeug für dich. Haben wir noch Platz? Ja, haben wir. Flower Boots. Flowers grow on the grass you walk on. Oh, das kann man doch bestimmt nutzen für irgendwelche Alchemie-Sachen. Dann. Yellow Horse Balloon. Ist nicht zum Craften da. Counter Curse Matte hatten wir auch schon. Nö. Nö. Ah, gut. Ich denke, wir sollten als nächstes. Wo ist der Tower Defense Typ da? Das bist du, ne? Shop, Crystal Stand und die anderen brauchen jetzt so eine extra Marken und die Marken gewinnt man bei den Tower Defense Spiel. Ale, Flame Burst, bla 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 bla. Ne, gut, dann machen wir nächste Folge einmal so ein Tower Defense Ding. Also primär um diese Dark One Armee zu bekommen und den Dude von da zu kriegen.